Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Vistax. Was wäre, wenn der graue Bu und der dicke Bu sich verbündet hätten? Bei der Theorie ist die Frage, auf was für eine Art sie sich verbündet hätten. Würden sie nicht gegeneinander kämpfen und jeder seine eigenen Wege gehen? Oder würden sie sich auf Anhieb verstehen und den Tag weiter mit Mr. Satan verbringen? Ich gehe hier beide Sachen durch. Einmal jeder würde seine Wege gehen und beide würden den Tag mit Mr. Satan verbringen. Bei beiden Möglichkeiten würde früher oder später Gotenks kommen, doch nur als Super Saiyajin, da er nie im Raum von Geist und Zeit trainiert hätte. Weil halt Super Buu nie zu Gottes Palast kam. Bei beiden Möglichkeiten würde Gotenks verlieren. Weil Gotenks ist als Super Saiyajin nicht stärker als einer von den beiden Buus. In verschiedenen Kampfkraft-Videos finden viele Gotenks als Super Saiyajin schon stärker als Son Goku als Super Saiyajin 3. Was ich für kompletten Dünnschiss halte, das ist für mich einfach kompletter Quatsch. Aber wie gesagt, Gotenks würde einfach verlieren und früher oder später würde dann Son Gohan kommen. Als erstes gehe ich den Punkt durch, wenn beide sich getrennt hätten. Den grauen Bu würde er sicher als erstes treffen. Ihn würde Son Gohan ohne Probleme erledigen. Es sei denn, er würde es schaffen, ihn zu absorbieren oder in eine Süßigkeit zu verwandeln. Aber im Kampf hätte er einfach keine Chance. Und den dicken Bu würde Son Gohan genauso ohne Probleme erledigen. Nun der Punkt, wenn beide bei Mr. Satan geblieben wären. Selbst beide Buus zusammen hätten einfach keine Chance gegen Son Gohan. Bei diesem Kampf wäre es sehr sicher, dass der graue Bu den dicken Bu verraten würde und ihn dann absorbieren würde. Oder halt in eine Süßigkeit verwandeln würde und ihn dann essen. Wodurch er dann zu Super Bu werden würde. Aber hier würde Son Gohan gleich ernst machen, da er nicht wirklich Zuschauer hat. Weil wie bei Cell wollte er halt cool rüberkommen gegenüber Son Goten, Trunks und Piccolo. Beziehungsweise er wurde dadurch arrogant. So hätte dann Son Gohan Super Bu vernichtet. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorien Vorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!